Und da geht es weiter bei Eintracht Braunschweig. Wir haben im letzten Part leider keinen Sieg holen können. Es stehen jetzt hier die Spieltage 14, 15 und 16 auf dem Programm. Wir spielen zunächst beim VfB Stuttgart. Robin Becker wird uns fehlen. Wer weiß, wie lange. Gucken wir mal. Oh, die Sperre wurde aufgehoben. Er ist direkt wieder spielberechtigt. Umso besser. Champions League wurde gespielt. Oh, schon wieder ein Tennisergebnis. 2:6 gewinnt Barcelona gegen Ostende. Leverkusen verliert 3:0 gegen Schachtja Donetsk. Mainz spielt 0:0 gegen Brandenbergen. Holstein Kiel verliert 1:5 gegen Newcastle. Nicht der beste Tag hier für die deutschen Teams. In der Europa League spielt Düsseldorf 0:1 gegen Valencia. Bayern gewinnt 2:0 gegen Rio Ave. Inter Mailand gegen AC Mailand geht 1:2 aus und Gladbach gewinnt 3:1 gegen Bordeaux. Ihr Spieler Ishak Belfodil wird Vater einer Tochter Sandra und ist glücklich. Glückwunsch. Chapman hat eine Knöchelverstauchung, kann aber schon wieder spielen, ist aber angeschlagen. Angeschlagene Spieler landen bei mir in der Regel auf der Tribüne, wenn ich Alternativen habe. Wir spielen gegen Stuttgart, die haben Stärke 105. Sind damit deutlich stärker als wir, auch deutlich stärker als hier Erstligist Freiburg neulich. Ich stelle mal Okaka auf. Und ich probiere jetzt einfach mal aus. Mal mit hohen Flanken zu spielen. Weil wir haben hier diverse, die das können. Okaka, Feigenspahn. Oh, Feigenspahn ist kopfballstark als linker Mittelfeldspieler. Amade, die können alle gut flanken. Cavani, damit haben wir jetzt ja einen Kopfballabnehmer da vorne drin. Wir probieren das einfach mal aus. Ansprache schenke ich mir. Stuttgart steht auf Platz 7. 14.000 Zuschauer. Didier Deschamps tippt 2:1 auf Stuttgart. Gucken wir mal, was das bringt. Direkt hier in der ersten Minute. Klimowitz gegen Kammerbauer, der grätscht. Hat damit kein Glück. Der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Stoppt den Ball. Kenny. Abseits, der Linienrichter lässt die Fahne unten. Klimowitz schirmt den Ball geschickt ab, will sich drehen, rutscht weg und landet im Matsch. Direkter Freistoß für VfB Stuttgart, 19 Meter vor dem Tor. Gonzalez läuft an, harmloser Roller, Grill hat keinerlei Probleme damit. 17. Minute, Einwurf durch Kammerbauer auf Cavani. Der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich und zieht den Ball aufs kurze Eck. Aber Kobel steht genau richtig und hat ihn. Und Gonzalez mit dem 5. Saisontor bringt Stuttgart in Führung. Ei, 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 ei. Werden wir hier einen oder 3 Punkte holen oder werden wir verlieren? Au, der Ball landet hinter dem Tor. Abstoß. Einwurf jetzt durch Kammerbauer. Cavani, der flankt. Der soll eigentlich die Flanken annehmen, nicht die Flanken ausführen. Der Keeper hat den Ball. Und passiert hier noch was? 1:0 liegen wir hinten zur Halbzeit. Er hat recht viele Torchancen. 4:3 das Chancenverhältnis. Ja, ich treibe die Spieler mal an. Hier ist noch durchaus was drin. Durchaus was drin. Wir wollen hier keine sieglose Serie. Startet Gonzalez mit dem 2:0 für den VfB Stuttgart in der 49. Minute. Ich bin gezwungen, was zu tun. Ich bringe einen weiteren Stürmer. Den frisch gewordenen Vater. Belfodil kommt für Kammerbauer. Wir spielen jetzt ohne Sechser, falls das funktionieren kann. Cavani als Kopfballabnehmer in der Mitte. Außerdem bringe ich Godin für Amade. Der kann zwar nicht so gut flanken. Ich stelle den Einsatz hoch auf 120%. Stelle auch auf Offensiv. Hier ist noch genug Zeit. Wie heißt der? Filippo To? Gelbe Karte auch für Becker. Der soll mal ein bisschen aufpassen nach der roten Karte. Soll froh sein, dass er schon wieder spielen kann. Ich bringe Kostic mal ins rechte Mittelfeld ausnahmsweise. Er kann auch gut flanken. Sosa nimmt den Ball an, rutscht weg, verliert das Leder. Können wir hier noch... Ah, Moring, das war dann wohl die Entscheidung mit dem 3:0. Bleiben wir hier ganz ohne Torerfolg. Nochmal Eckball für Stuttgart. Ja, das Spiel ist dann doch ausgeglichener, als es das Ergebnis am Ende widerspiegelt. Aber passiert hier noch was. Massimo wird von Becker umgestoßen. Der Schiedsrichter pfeift. Sagt ihm einige deutliche Worte. Und es gibt Elfmeter. Ja, das Spiel, die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht. Macht er jetzt noch das 4:0. An den Pfosten, der Ball rollt die Torlinie entlang und ins Tor. 4:0, ja. Das ist dann wohl die deutlichste Niederlage dieser Saison für uns. Gonzalez, der Mann des Spiels, 3 Tore, 2 davon vom Elfmeterpunkt. Das Spiel bekommt die Note 3. Ordentlich und wir fallen in Richtung Abstiegsplätze. Wir sind nur noch auf Platz 14. Haben uns hiermit natürlich auch die Tordifferenz ein bisschen ruiniert.
Ja, Hannover gegen den HSV 1:1. Mir wurde gesagt, solange ich noch vor Hannover stehe, ist erstmal alles gut. Mehr oder weniger. Bielefeld verliert 0:1 gegen Unterhaching. Halle verliert 2:3 gegen Aue. Stuttgart gewinnt 4:0 gegen Braunschweig. Rostock verliert 2:3 gegen Münster. Bochum verliert 0:1 gegen Wiesbaden. Sandhausen gewinnt 1:0 gegen Nürnberg. Dortmund spielt 1:1 gegen Uerdingen und Dresden verliert 2:3 gegen Wolfsburg. Unterhaching neuer Tabellenführer mit 30 Punkten. Dahinter mit je 28 Punkten Dortmund und Wolfsburg. Uerdingen 26. Wir haben noch 3 Punkte Vorsprung vor Platz 15 auf den Abstiegsrängen Rostock, Hannover, Bochum und Halle. In der Elf des Tages niemand von uns. Oh, über 50.000 Zuschauer bei den Dortmundern. Hansa Rostock will uns haben. Ja, die sitzen uns in der Tabelle im Nacken. Die wollen mich jetzt abwerben. Aber nein, ich bleibe hier. Transfers. Schmidt-Ramsel von Leverkusen nach Bielefeld. Riu von Nimes nach Uerdingen. Lasagna, schöner Name, von West Ham United nach Rostock. Ja, wenn ich nach Rostock gegangen wäre, dann könnte ich dort jetzt mit Lasagne zusammen spielen. So, Saisonziel nicht mehr übertroffen. Ich werde abgewertet. Ja, wir brauchen Punkte. Ja, wir spielen jetzt gegen Rostock. Hätte ich jetzt direkt zu denen wechseln können und dann direkt gegen Braunschweig spielen können. Das hätte sicher einen Eindruck hinterlassen. Das wäre sicher imposant gewesen, aber nein, ich habe mich dagegen entschieden. Die Motivation im Kader sinkt ja etwas. Ich rede mal mit den Sechsern, mit Kammerbauer und mit Gentner. So, Verletzte habe ich hier nicht mehr. Das Vorstandsvertrauen, ja, mäßig. Wir spielen jetzt gegen Hansa Rostock. Persönliches Gespräch mit Kammerbauer und Gentner. EM-Quali wird auch gespielt. Belgien verliert gegen Deutschland. Deutschland Tabellenführer in der Gruppe. Wir spielen jetzt gegen Hansa Rostock. Wir brauchen dringend Punkte. Die sind etwas schwächer als wir. Ich stelle mal Clark wieder auf. Und auch Otto darf mal von Beginn an ran. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und Bürger spielt für von Knebel. Ein bisschen Rotation muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ihr müsst rackern und zackern. Die werden sich zu wehren wissen. Mir fällt gerade leider auf, dass ich hatte ja eigentlich im letzten Part versprochen, dass ich den Bildfehler hier, dass hier fehlen ja unten ein paar Pixel am Bildschirmrand, dass ich das beheben wollte. Habe ich leider vergessen. Tut mir leid. Werde ich jetzt auf jeden Fall bis zum nächsten Part machen. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Sorry, aber ich denke ja mal, das Problem ist nicht so schlimm, dass ich das Video jetzt in die Tonne kloppen muss. Irgendeiner ihrer Spieler flüstert immer die gleiche Leier. Ja, sorry. Man achtet da nicht immer so drauf und da fehlen ja halt auch nur ein paar Pixel. So, 11.000 Zuschauer. Rostock hat die letzten beiden Spiele verloren. Dieter Bohlen tippt 4:4. Wir brauchen mal wieder 3 Punkte. Einwurf jetzt durch Kammerbauer. Direkt vors Tor. Sebald fängt den Ball ganz locker. Indirekter Freistoß für Braunschweig. 17 Meter. Amade läuft an, flankt in den Strafraum. Lupsch köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Gelbe Karte für Kin Zombie. Ja, und hier passiert nicht viel. Feigensparen gegen Kin Zombie. Der grätscht und wird überlaufen. Auch der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Nimmt den Ball mit. Einer der Gegner kann ihm den Ball abnehmen. Otto jetzt gegen Natai, geht an ihm vorbei. Otto bringt den Ball unter Kontrolle, spielt auf die rechte Seite hinaus. Amade läuft Richtung Strafraum. Clark bringt das Leder unter Kontrolle, spielt Richtung Mittelkreis. Bürger kann den Ball ungestört führen. Amade spielt quer. Neidhardt nimmt den Ball mit, wird von Kinzombie sofort gestoppt. Ja, die Spiele, wo es in der ersten Halbzeit unspektakulär war, sind doch meist ganz gut für uns ausgegangen. Hier, ja, 0:0. Kammerbauer wird mal kritisiert, der spielt nicht sonderlich gut, gibt gelobt auch Besserung. Aggressiver. Ihr müsst viel aggressiver spielen. Das ist ja quasi ein 6-Punkte-Spiel, wenn man in der Hinrunde davon sprechen möchte. Wir würden auf einen Abstiegsplatz fallen, wenn wir hier verlieren. So, 69. Minute, ich wechsle jetzt mal direkt mehrmals. Okay, bringe von Knebel. Gentner hätte ich jetzt gebracht, aber der ist gar nicht im Kader. Er sitzt auf der Tribüne. Kostic für Feigenspahn. Passiert jetzt hier was. Amade gegen Lupsch geht an ihm vorbei. Amade legt nach innen auf von Knebel. Toller Schuss aus der Drehung. Der Ball ist drin. Johann von Knebel, der Joker, sticht
Und wir gehen mit 1:0 in Führung. Ich stelle jetzt mal auf normal zurück, nicht mehr offensiv. Ich bringe dann noch Belfodil für Cavani. Dreimal gewechselt. Wird das hier ein 1:0? Julian Green sieht gelb in der 77. Minute. Und wir gewinnen mit 1:0. Wichtige 3 Punkte. Das war nötig, damit wir hier in keine Negativspirale geraten. 1:0 gewonnen. Johan, der beste Mann im Spiel, bekommt die Note 5. Wir klettern 2 Plätze auf Platz 12. Ja, erstmal beruhigend. Damit haben wir 19 Punkte. Na, damit haben wir den Soll von 20 Punkten in der Hinrunde schon fast erfüllt, wenn wir hier vom Klassenerhalt, wenn wir davon ausgehen wollen, dass man 40 Punkte braucht, was man ja in der Regel tut. Hamburg gewinnt 3:1 gegen Bielefeld, Münster gewinnt 3:2 gegen Sandhausen, wir gewinnen 1:0 gegen Rostock, Uerdingen verliert 1:2 gegen Bochum, Aue gewinnt 3:1 gegen Stuttgart, Unterhaching spielt 0:0 gegen Halle, wow, der erste gegen den letzten. Wiesbaden verliert 0:2 gegen Dresden, Nürnberg verliert 0:2 gegen Dortmund und Wolfsburg gewinnt 2:0 gegen Hannover. Damit ist Unterhaching auch nicht mehr Erster, der BVB ist auf 1. Alle drei Teams auf den Aufstiegsplätzen 31 Punkte, Dortmund, Haching, Wolfsburg. Auf den Abstiegsplätzen Bochum, Rostock, Hannover und Halle. Wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Platz 15 in der 11 des Tages. Robin Becker, die 0 stand mal wieder, können wir doch zufrieden sein. Buchbach aus der Regionalliga Süd möchte mich haben. Fans, Fragezeichen, fragwürdige Finanzlage, nein, warum sollte ich? Aber vielen Dank fürs Angebot. Dann haben wir Wechsel. Ricky Martin, Livin La Vida Loca, wechselt von Holstein Kiel nach Wolverhampton Wanderers. Lorenz Kästner von Unterhaching nach Lille. Ricky Martin, ja. Wir spielen jetzt gegen den BVB. Ja, das wird interessant gegen den Tabellenführer. Alle Spieler sind einsatzbereit. Ich führe mal Einzelgespräche mit allen Innenverteidigern. Kansa, Becker, Lemon Cookie und You. Becker freut sich, dass ich mich für ihn interessiere. Oh, Kansa, er ist total begeistert. Ein echter Kumpel, denkt er. Ja. Lemon Cookie freut sich auch. Und You freut sich auch. Ein echter Kumpel. Champions League. 2. Spieltag. Leverkusen spielt 3:3 gegen Ostende. Mainz verliert 2:1 gegen Tottenham. Oh, AS Monaco mit einem 7:2. Manchen Teams wird ja aber ganz schön was in den Tee getan. Mama mia. Kiel gewinnt 0:1 gegen Sofia. In der Euroleague fanden die Rückspiele statt. AC Mailand verliert gegen Inter Mailand, ist ausgeschieden. Bayern ist weiter mit 2 Siegen gegen Rio Ave. Düsseldorf mit 2 Niederlagen ausgeschieden. Gladbach hat einmal 3:1 gewonnen, einmal 2:0 verloren. Das wird spannend. Ich weiß jetzt nicht, welches das Auswärtsspiel war. Gladbach ist damit auch ausgeschieden. Damit in der Europa League nur noch die Bayern. Bayern spielt gegen Mariupol aus der Ukraine. So, so. Wir spielen gegen den BVB. Ricardo Ju hat sich frisch verliebt in Irene, kann sich zurzeit nicht so recht auf den Fußball konzentrieren. Ja, der BVB ist uns natürlich haushoch überlegen. Wir versuchen das zu kontern, indem wir ja auf Konter spielen. Ich bringe jetzt einfach mal ein bisschen andere Ausgangslage und wir erhöhen den Einsatz. Ich bin ja sonst taktisch nicht so variabel. Wir spielen jetzt hier auswärts. Oh, sogar mal eine symmetrische Aufstellung hier beim Gegner. Julian Brandt kennt man ja sicher noch. Sancho, Süle, Akanji. Bekannte Namen. Das wird schwierig hier am 4. Dezember. Ich sage, wir... Der Stärkste und der Dümmste der Klügste sein kann. Das ist unsere Chance. Deshalb können auch wir heute gewinnen. Deshalb können auch wir heute gewinnen. Die Ansprache hat die Wirkung nicht verfehlt. 32.000 Zuschauer hier im Signal Iduna Park. Nicht mal halb voll das Stadion. Trotzdem eine beeindruckende Kulisse. Günther Netzer tippt 4:3 auf den BVB. Wir wollen hier punkten. Und Amade bringt uns in Führung. In der 3. Minute mit dem 3. Saisontor. Was für ein Auftakt hier. Hier 3 Punkte zu entführen, das wäre eine Riesennummer. Cavani gegen Den Donker. Cavani schießt sofort, tritt in den Boden, der Ball rollt in den Strafraum. Otto nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Süle grätscht voll dazwischen. Was passiert da? Ah, mit etwas Glück hat er den Ball. Akani haut den Ball auf die Tribüne. Neidhart flankt. Kein Abseits. Otto kommt mit der Fußspitze an den Ball. Hagemann fliegt und wehrt den Ball nach außen ab. Mina haut den Ball, haut das Leder auf die Tribüne. Ja, die dreschen das Leder hier auf die freien Plätze im Signal Iduna Park. Wir führen mit 0:1 zur Halbzeit. Überzeugende Leistung.
Amade mit einer überragenden ersten Halbzeit. Er freut sich über mein Lob. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Spielt genauso weiter. Dortmund kommt offensiv und mit Wut im Bauch aus der Kabine. Gelbe Karte für Dick Clark. Wird das hier ein Raubzug in Dortmund? Entführen wir, stehlen wir hier 3 Punkte. Akanji geht dazwischen. Volley-Schuss Otto genau auf den Keeper. Der packt sich ja zu, haut den Ball in die Sturmspitze. Traumpass, Nkunku stürmt aufs Tor zu. Grill kommt raus. Haut den Spieler einfach um. Johann Pfeiffer wartet. Was passiert jetzt? Zeigt er ihm rot? Er zeigt rot und Grill sieht glatt rot. Ei, ei, ei. Gibt es denn auch Elfmeter? Ich weiß es nicht. Cavani bleibt als einzige Sturmspitze vorne drin. Birjokov kommt ganz schnell rein. Ich stelle auf Abwehrriegel um. Mit einem Mann weniger. Was passiert jetzt hier? Na, Elfmeter gibt es nicht. Aber wir sind jetzt hier einige Minuten in Unterzahl. Aber wir führen. Es sind noch 20 Minuten auf der Uhr. Ich bringe Kostic für Clark ins rechte Mittelfeld. Denn Donker sieht gelb. Wegen Meckerns. Ich kann noch einmal wechseln. Bringe von Knebel für Bürger. Der hat letztes Mal als Joker gestochen. Kopfball Cavani genau auf den Torwart. Der packt sich ja zu. Und Cavani dann aber mit dem 2:0 nach Vorlage Amade. Per Kopf wahrscheinlich. Da haben wir dann in Unterzahl 3 Punkte aus dem Signal Iduna Park beim Tabellenführer entführt. Amade, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 4. Naja, aber 3 absolute Big Points. Wir klettern zurück in die erste Tabellenhälfte. Stehen auf Platz 9. Dortmund trotz allem immer noch Erste. Alle 3 Teams in der Top 3 haben ihr Spiel verloren. Folgende Ergebnisse. Uerdingen spielt 0:0 gegen Nürnberg. Stuttgart gewinnt 4:2 gegen Unterhaching. Halle spielt 1:1 gegen Wiesbaden. Hannover spielt 1:1 gegen Münster. Bielefeld spielt 0:0 gegen Dresden. Bochum gewinnt 2:1 gegen Wolfsburg. Dortmund verliert 0:2 gegen Braunschweig. Sandhausen spielt 0:0 gegen den HSV. Und Rostock verliert 2:5 gegen Aue auf den Abstiegsplätzen. Halle immer noch letzter, Rostock auf 17, Hannover auf 16, Bielefeld Tauschplätze mit Bochum. Ja, Dortmund erster, Unterhaching zweiter, Wolfsburg dritter, dahinter 4 Punkte Rückstand. Uerdingen, wir haben 9 Punkte Rückstand auf Platz 3 und 5 Punkte Vorsprung auf Platz 15. In der Elf des Tages, Neidhardt und Amade. Schwarz-Weiß reden will mich haben, aber nein. Dann haben wir Wechsel Kristanovic vom HSV nach Amiens. Ja, im nächsten Part gibt es noch den 17. Spieltag und das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Dynamo Dresden. Die sitzen uns hier in der Liga im Nacken. Die stehen auf Platz 9, Platz 10. Wir sind auf Platz 9. Wir könnten die Hinrunde noch auf Platz 5 beenden. Da haben wir 1 Punkt Rückstand. Gucken wir mal in die anderen Ligen. Bayern München, Tabellenführer, Herbstmeister werden entweder die Bayern oder die Augsburger. Auf den Abstiegsrängen Union, Leverkusen und Hertha. Auf Platz 3 Frankfurt, auf Platz 4 der 1. FC Köln, auf Platz 5 Gladbach, auf Platz 6 Hoffenheim. In der Regionalliga Nord St. Pauli 1., Chemnitz 2., auf den Abstiegsplätzen Oberhausen, Wattenscheid, Rheden und Verl. In der Regionalliga Süd Regensburg und Lautern auf 1 und 2, auf den Abstiegsplätzen Schaldinghain, Schweinfurt, Pirmasens und Buchbach. Ja, es läuft doch ganz gut. Wir haben jetzt hier Big Points geholt in den letzten beiden Spielen und damit sage ich hochzufrieden. Tschüss, bis dann.